Willst auch du etwas leisten? Dann brauchst du Energie. Ganz egal, ob für deine Muskeln oder den Kopf. Dein ganzer Körper funktioniert nicht ohne die richtige Energiezufuhr. Ein Motor läuft ja auch nicht ohne Sprit. Fleisch ist Energie in Reinform. Es ist leicht verdaulich, liefert wichtiges Eiweiß, Eisen und Zink und macht besondere Leistungen erst möglich. Egal ob beim Sport, im Alltag oder Beruf, Fleisch macht dich leistungsfähig, belastbar und unterstützt dich bei Ausdauer und Spitzenleistungen. Aber nicht nur das, es ist auch sehr gesund. Fleisch und Wurst liefern nämlich wichtige Vitamine und Spurenelemente. Und dass es schmeckt, ist ja klar. Fleisch ist ein Naturprodukt und eines der leckersten Lebensmittel überhaupt. Daher ist aber auch die richtige Verarbeitung und Zubereitung für die Qualität unseres Fleisches ganz besonders wichtig. Damit erstklassige Produkte entstehen, ist in allen Phasen der Verarbeitung besondere Sorgfalt gefragt. Da brauchen wir Experten, die sich ausgezeichnet auskennen. Gut ausgebildete Leute, die mit dem nötigen Fachwissen, aber auch mit Kreativität unser Fleisch so zubereiten, dass es zu einem Geschmackserlebnis wird. Von der Schlachtung bis zum Verkauf sind deshalb Spezialisten im Einsatz. Beim Ausbeinen, Zerlegen und Kuttern, bei der Zusammenstellung der Rezepturen, der Räucherung, bei der Lagerung der Ware und beim Verpacken und Verkaufen ist spezielles Fachwissen gefragt. Damit Fleisch so aussieht und schmeckt, wie unsere Kunden es erwarten. Gesundes Fleisch, zubereitet von Profis. Profis mit besonderen Fähigkeiten. Den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen? Das ist nichts für mich. Ich brauche Abwechslung und Bewegung und hänge mich gern auch körperlich mal voll rein. Das ist eine meiner Stärken. Die kann ich bei der Fleischzubereitung gut einbringen. Denn neben Sorgfalt ist ja auch Geschwindigkeit und voller Einsatz gefragt. Wenn zum Beispiel besondere Veranstaltungen anstehen, müssen wir alles geben, damit die Produkte rechtzeitig beim Kunden ankommen. Aber los geht schon bei der Anlieferung des Fleisches. Beim Ausladen, Ausbeinen und beim Zerlegen packen alle mit an. Das Zerlegen erfordert nicht nur Kraft, sondern auch Geschick und ein gutes Auge. Nur eine perfekte Schnittführung ergibt eine einwandfreie Produktqualität. Klar helfen uns heute auch spezielle Maschinen, wo früher Muskelkraft eingesetzt werden musste. Nach dem Zerlegen zum Beispiel werden die sortierten Zuschnitte in den Wolf gegeben. Beim Füllen der Bürste ist wieder Tempo gefragt. Alles muss reibungslos laufen. Im Team klappt's am besten. Danach ab in den Rauch. Mittagspause. Nach den Anstrengungen brauchen wir eine Stärkung. Zum Glück sitzen wir direkt an der Quelle. Nun bereiten wir eine Auslieferung vor. Hier werden unsere Würste, Schinken und andere Spezialitäten verpackt, registriert und in den Lieferwagen geladen. Jetzt muss es schnell gehen. Damit die Produkte frisch und schmackhaft ankommen, zählt jede Minute. Und auch vor Ort müssen wir trotz des Trubels die Übersicht behalten. Denn wir wollen unsere Produkte optimal präsentieren. Das Auge ist ja bekanntlich mit. Geschafft! Wenn ich sehe, dass es den Leuten schmeckt, dann weiß ich, dass sich die Anstrengung gelohnt hat. Da macht der Feierabend doppelt Spaß. Meine Freundin hat in der Schule schon immer gesagt, mach was Kreatives, du brauchst einen abwechslungsreichen Job. Stimmt, denn ich bin nicht der Typ für eingefahrene Strukturen. Mich reizt das Neue, Unerwartete. Und da habe ich mit dem Fleischerhandwerk genau die richtige Herausforderung gefunden. Bei der Entwicklung neuer Wurstsorten und neuer Spezialitäten zum Beispiel kann ich meine ausgefallenen Ideen spontan einbringen. Oder bei der Zubereitung und dem Arrangieren von Platten und Gerichten für unseren Catering-Service. Die sehen echt klasse aus. Entscheidend ist jedoch die Produktion. Da mische ich gerne mit, denn gerade hier werden die Weichen für erstklassige Produkte gestellt. Schon in den ersten Zubereitungsschritten kann ich den späteren Geschmack entscheidend beeinflussen. Sehr inspirierend ist auch, dass wir bei der Entwicklung von neuen Spezialitäten ganz eng mit einer Fachschule zusammenarbeiten. Die Herstellung bewährter Wurst- und Fleischsorten ist ja klar. Aber hier versuchen wir, ganz neue, ausgefallene Rezepturen zu entwickeln, die unsere Kunden überraschen. Es muss ja mal ein bisschen frischer Wind an die Wursttheke, oder? Was ich am liebsten mache? Ich glaube, meine besondere Stärke liegt in der Zubereitung von sogenannten küchenfertigen Erzeugnissen, wie zum Beispiel Braten oder gefüllten Medaillons und dem Kreieren von Platten für ein Buffet. Hier kann ich mich austoben und meiner Kreativität freien Lauf lassen. Das ist dann mein ganz eigenes Ding. Oft tausche ich mich aber auch mit unseren Fachverkäuferinnen aus. Gemeinsam erfinden wir tolle Produkte. Zum Beispiel unser Fingerfood.
Damit haben wir sogar einen Wettbewerb gewonnen. Da bin ich echt stolz drauf. Und wenn unsere Kreationen dann der Hingucker auf der nächsten Party sind, dann weiß ich, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe. Ich liebe die Formel 1 und gehe in meiner Freizeit gerne Kart fahren. Schon als Kind haben mich Geschwindigkeit und Technik fasziniert. Deshalb habe ich auch erst überlegt, Automechaniker zu werden. Dass auch im Fleischerhandwerk Hightech zum Einsatz kommt, hätte ich mir nie träumen lassen. Eigentlich ja logisch, denn überall, wo es um Spitzenleistung geht, ist modernste Technik gefragt. Das hat mich überzeugt. Zum Beispiel schon ganz am Anfang der Produktion. Das Fleisch muss zerkleinert werden. Die Fachleute nennen das Wolfen. Dazu setzen wir geniale Maschinen ein, mit überlegener Kraft und Präzision. Die anschließende Zubereitung des Wurstbretts zählt zu den Kernkompetenzen in jeder Fleischerei. Mit dem Cutter geht das super schnell. Ein richtiges Hightech-Gerät. 6 rasiermesserscharfe Klingen rotieren mit bis zu 4400 Umdrehungen pro Minute. Mit dieser außergewöhnlich hohen Schnittgeschwindigkeit wird das Fleisch extrem fein zerkleinert. Eigentlich ist die komplette Verarbeitung bis ins kleinste Detail durchdacht. Bei der Wurstzubereitung entscheidet schon 0,1 Grad Temperaturunterschied darüber, ob die Wurstmasse, das Brett, optimal verarbeitet wird. Da hilft neben dem Fingerspitzengefühl des Fleischers nur modernste Technik. Wie hier die digitale Steuerungsanzeige. Auch der Füller ist ein echtes Multitalent. 4000 Wiener befüllt die Maschine pro Stunde. Wir kommen kaum nach, wenn sie richtig in Fahrt ist. Der Clou? Mit wenigen Handgriffen ist die Maschine umgerüstet, um nacheinander Bockwürstchen, Fleischwurst oder Jagdwurst zu produzieren. Einfach genial. Schließlich kümmere ich mich noch um die Räucheranlage. Die hat ein modernes Umluftsystem und verwirbelt den Rauch ganz gleichmäßig. Und dann müssen wir die Produkte ja noch für den Versand fertig machen. Da gehören EAN-Lesegeräte heute einfach dazu, um einen schnellen und reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Bei so vielen Filialen muss ja gewährleistet sein, dass alles zur richtigen Zeit an die richtige Adresse geliefert wird. Technik macht alles möglich. Mir war immer klar, dass ich etwas machen will, wo ich viel mit Menschen zu tun habe. Deshalb habe ich zunächst eine Banklehre abgeschlossen. Aber die Arbeit im Büro war mir dann doch zu eintönig und für mich nicht vielseitig genug. Das ist im Fleischerhandwerk ganz anders. Hier habe ich gute Perspektiven und einen sicheren Job, der außerdem viel abwechslungsreicher ist. Für mich ist es eine besondere Herausforderung, den Kunden gut zu beraten. Welche Produkte sind für ihn die richtigen? Schaffe ich es, ihn von etwas Neuem zu überzeugen? Wir haben so viele unterschiedliche Sachen, da muss man genau hinhören, um die Wünsche des Kunden exakt erfüllen zu können. Menschenkenntnis spielt dabei eine ganz große Rolle. Und das Beste, unsere Ware wird durch den engen Kontakt zu den Kunden immer beliebter. Denn ich kann meine Erfahrungen direkt in die Produktion einfließen lassen, damit wir die besten Produkte herstellen, die sich auch am besten verkaufen lassen. Besonders freue ich mich, wenn größere Veranstaltungen geplant werden. Dann kann ich nämlich auch mal Termine außer Haus wahrnehmen. Von Anfang an sind viele Details zu besprechen. Ich muss Termine vereinbaren und. Ich bin für den gesamten Veranstaltungsservice und die Kostenrechnung alleine verantwortlich. Meine Planung gebe ich dann bei der Teambesprechung weiter, damit alle wissen, auf was es ankommt. Wenn dann auch in stressigen Momenten alles klappt und der Kunde zufrieden ist, dann habe auch ich meinen Teil zu unserem Erfolg beigetragen. Und irgendwie ja auch zu meinem. Denn wenn alles weiter so gut läuft, mache ich erstmal meinen Meister und dann will ich noch studieren. Vielleicht was in Richtung Lebensmitteltechnologie. Auf jeden Fall werde ich mal Betriebswirtin des Handwerks und lege damit den Grundstein für meinen beruflichen Erfolg. Die Herstellung von Fleisch- und Wurstwaren ist für mich mehr als nur ein Job. Ich habe hier ganz klar meine Karriere im Auge und der Fleischerberuf bietet da beste Aufstiegschancen. Das sehe ich bei meinem Chef. Der koordiniert und überwacht mehr als 50 Beschäftigte und leitet insgesamt 6 Filialen. Da ist Verantwortungsgefühl, Weitsicht und strategisches Handeln gefragt. Schon beim Einkauf der Schlachttiere muss er gewissenhaft vorgehen. Das ist entscheidend für die Qualität unserer Produkte. Im Alltag ist vor allem Koordination gefragt. Mit meinem Meister wird erstmal die Tagesproduktion abgestimmt. Dabei spielen auch das Grillwetter oder besondere Feste eine wichtige Rolle. Oder mit den Verkäuferinnen. Zusammen sammeln wir Ideen und entwickeln neue Rezepturen für Fleisch- und Wurstwaren. Als Chef hat man da immer die Wünsche der Kunden im Blick. In seinem Büro laufen dann die Bestellungen der einzelnen Filialen zusammen.
Die muss er richtig koordinieren, um rationell produzieren und ausliefern zu können. Dabei unterstützen ihn neueste Technologien wie EDV-gesteuerte Warenwirtschaftssysteme. Darin sind die Wagen und Kassen aller Filialen miteinander verbunden. Manchmal wird es ganz schön hektisch, aber er behält den Überblick. Er sorgt dann dafür, dass wir auch kurzfristig Lösungen finden und schnell reagieren können. Natürlich kümmert er sich auch um die Mitarbeiter, denn damit der Laden läuft, ist Teamgeist gefragt. Er hat immer ein offenes Ohr und setzt sich für unsere Aus- und Weiterbildung ein. So entwickeln wir uns alle weiter. Was mir auch gefällt, bei besonders wichtigen Veranstaltungen ist der Chef natürlich selbst vor Ort. Denn Erfahrung ist auch bei uns ganz wichtig. Davon profitieren alle. Gemeinsam im Team halten wir das Geschäft am Laufen. In den letzten 10 Jahren ist der Betrieb von 25 auf 50 Beschäftigte gewachsen. Eine echte Erfolgsstory.